Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Ja, gestern hatte ich irgendwie den falschen LKW-Wumm erwischt. War dann wieder mit dem Freightliner unterwegs, was nicht so besonders prickelnd, genau, prickelnd war. Ich habe hier jetzt mal den Daimler Inspiration Globetrotter XL. Ja, man sieht, das Ding ist etwas futuristisch. Ich habe mir jetzt auch einfach mal in Blau gewählt. Entsprechende Felgen drauf. Und ja, man kann in diesem Mod jetzt nicht sonderlich viel machen. Man muss ihn jetzt hier einfach so hinnehmen, wie er ist. Ich habe hier also diese High Pipes gesetzt, vorne die blaue LED-Beleuchtung und ja, also er sieht so gesehen recht schlicht aus, aber auch schick irgendwie. Beifahrer können wir leider nicht mitnehmen. Ich zeige euch gleich noch den Innenraum, weil das, was mir überhaupt nicht gefällt, ist eigentlich die innere Bodentextur. Die ist also wirklich unmöglich. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Auftrag. Ich glaube, ich hatte schon einen ausgesucht heute Morgen, als ich den gekauft habe. Genau, hier, komm. Das heißt, das Navi ist bereit. Und wir können dann einfach mal losgurken, ne? Und so, ja. Lade er. Ist das überhaupt ein Staudamm? So. Wir steigen mal ein. Und wie gesagt, also das Innencockpit, ich weiß nicht, ob es so muss, sieht mir ein bisschen arg kantig aus eigentlich. Und dieser Boden hier, windig. So, nach hinten reingucken kann ich gar nicht, das geht nicht. Aber dieser Boden hier ist, naja, gut. Was willst du? So. Brüllt wie ein Löwe. Wir werden einfach mal unseren Auftrag holen und dann ein paar Meter damit fahren. Und hier hätte ich bald wieder den Zaun mitgenommen hier. Das ist ja mal grauenhaft. Ist, glaube ich, irgendwie ein getunter Motor. 600 50 PS oder so. Deswegen brüllt der so. Löwe. Vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. So, Fachmarkt, wir wollen, was wollen wir denn fahren? Wir wollten hier das da. Gibt es denn noch schönere Trailer? Mit Blau passt eigentlich ganz gut, oder? Ha? Nee, mit Schwarz nicht. Nee, komm hier. Guck mal hier, wir nehmen hier einen mit viel Blau. Schwarzmüller, Curtain Sider. Der ist doch cool hier, den nehmen wir. Komm, bestätigen. Auftrag annehmen. So, jetzt hängen wir ihn hinten dran und der passt dann nämlich auch. Wunderprächtig zu unserer LKW-Farbe, hoffe ich. Okay, so sattelt man nicht auf. Kann ich überhaupt aufsatteln mit dem? Ey, wenn das nicht geht, ne? Genau. So, gucken wir uns das Prachtstück noch mal an. Das sieht doch jetzt richtig wunderschön aus eigentlich, oder? Irgendwie ist er ja schön, ne? Hell erleuchtet. Naja, ganz sicher sonst nicht. Wir kommen jetzt natürlich nicht rum, das war mir klar. Alles so eng hier. Ja. 170 Kilometer haben wir noch vor uns. Das meiste davon ist wahrscheinlich Fähre. Kerl, was hat der für einen scheiß Wendekreis? Das kann ja wohl nicht angehen hier.
Und irgendwie haben wir jetzt, glaube ich, was an unserer Ladung kaputt gefahren. Egal, wir gucken mal hier. Ich denke aber mal, ich werde den Motor rausschmeißen. Ist ja ein Renntruck oder sowas hier vom Sound her. Wir das direkt machen, der ist mir ein bisschen laut, ehrlich gesagt, oder? Blinken haben wir vergessen. Also ich würde den ja gerne noch ein bisschen fahren, muss ich sagen, aber so brüllt er mir ein bisschen viel. Die Bremsen sind gut. Didum. So, mach mal grün, wir essen zeitig. Nur mehr Kreisel wie sonst was, oder? Ja, ein Blinker hat er auch, der ist allerdings sehr dezent leise. Also so muss ich sagen, schicker LKW, das Innendesign gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Ansonsten, ja. Kommen wir hier durch, in diesem Ding haben wir schon mal festgesteckt, das weiß ich noch. Da haben wir uns hier echt durchgequält, haben uns die gesamte Ladung versaut. Aber das scheint diesmal tatsächlich zu gehen, ja. So, jetzt mal mit Krawumms auf dem Kutter hier. Ja, er ist ja so schön leise, da kann man ja nichts gegen sagen. Ich glaube, den fahre ich noch ein bisschen, aber ich werde, wenn wir drüben sind, gleich mal gucken, ob wir einen anderen Motor bekommen, weil der ist mir so ein bisschen, naja. Das ist immer das, was mir an den Mods nicht gefällt, dass die LKWs irgendwo nicht mehr natürlich klingen. Die klingen dann irgendwie nach Renntrucks. Renntrucks, da war es wieder so. Das gerollte. Und weiß ich nicht, dass das sowas gehört nicht auf der Straße. Gucken, wer hier auf den Schwellen reagiert. Naja, könnte schlimmer sein, ne?
Ja, knapp 26 Kilometer vor uns, das ist jetzt nicht mehr die Welt. Obwohl, hier ist gleich eine Werkstatt. Momenten. Hier tauschen wir mal eben. Wir tauschen hier mal den Motor aus. Komm her. So, Ausrüstung. Mal gucken, ob er mit dem anderen Motor besser ist. So, dies ist hier ein Chip-Getunter. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier, der hat zwar weniger PS, aber was soll's. Bestellen. So, jetzt ist er drin. Und jetzt müssen wir noch mal F4 drücken, weil nach Änderung immer alles Mögliche aus ist. So, Licht an. Jetzt müssen wir mal außen gucken, dass wir hier sauber auf die Straße kommen. Das hört sich doch schon gleich besser an. Oder auch nicht. Also dieser Motorsound, der gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Das finde ich viel zu übertrieben. Das ist das Einzige, was mich an diesem Mod stört. Ansonsten ist er durchaus schick. Ich glaube, das war gerade ein bisschen rücksichtslos, aber naja. Am ruhigsten ist er im Leerlauf. Ah, schön gemacht hier. So, 17 Kilometer noch vor uns. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, das wird die kürzeste Folge ever. Aber der läuft gut, also der lässt sich gut steuern, das muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist angenehmer als den Freightliner zu fahren, muss ich jetzt mal so kackfrech sagen. Das Einzige ist eben, wie gesagt, dass ja diesen Motor, diesen Auspuff, diesen Sound mag ich nicht. Bisschen was Dezentes wäre schön gewesen. Vielleicht teste ich die Motoren noch mal durch.
So. Da vorne ist dann irgendwo unser Empfänger. Wir werden jetzt nicht das meiste hierfür bekommen, aber denke, hier werden wir rein müssen. Und da vorne ist auch schon unsere Abladestelle. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter ausholen sollen. Das ist so ein, naja. Halb daneben ist auch vorbei, oder wie sagt man? Das gibt wieder eine Gurkerei und Manneken amüsiert sich, du. Ob das funktioniert, was ich hier vorhabe? Genau, jetzt sind wir nämlich schon hinten reingefahren. Mann! Ja, der Wendekreis ist so ein bisschen Panne von dem Ding hier. Man sieht also schon, der lenkt sehr, sehr schwer ein, was wahrscheinlich auch durch diesen langen Radstand bedingt ist. Ja, so wird's nichts. Oh, es kann doch nicht angehen, Mensch. Nee, ich drücke nicht das E. Also das Einparken, wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach. So, jetzt schön abhängen. Mal gucken, was wir erzielt haben. Ich habe ja eben den anderen. Okay. Noch 3,4%, weil ich den anderen Trailer angedetzt habe. Was ist das denn? Das ist ja Fortschritt, ist ja gleich null hier, Mensch. So. Nee, ich würde sagen, den fahren wir noch eine Runde. Also so optisch mag ich ihn leiden. Also ohne Frage. Der Sound ist mir persönlich ein bisschen zu. Ich mag es nicht beim LKW, ganz ehrlich. Aber okay, schöner Mod. Ich lasse euch den Link in der Videobeschreibung da, wenn ihr dieses Baby mal ausprobieren wollt. Ja, wie gesagt, meine Kritiken an diesem Ding sind einfach der Sound und der Innenraumboden oder überhaupt das Interieur innen. Ich weiß nicht, ob dieser LKW wirklich innen so aussieht. Dann wirklich eine Sache an Mercedes oder von wem kommt der? Das geht schicker, Freunde. Ich meine, außen ist er totschick. Ja, aber innen? Nicht so. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf euch und aufs nächste Mal. Ciao, ciao.